Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück im Bergischen Land auf dem Grimmberghof. Ja, wie ihr seht, die erste Fläche habe ich jetzt umgeflügt. Wir fahren jetzt zur nächsten Fläche. Ich habe gedacht, ich nehme euch einfach mal mit, ne? Könnt ihr euch das hier auch so ein bisschen angucken? Ich finde, das ist hier echt eine schöne Ecke auch. Vor allen Dingen dieser kleine Hof. Richtig genial. Da müssen wir nachher grubbern. Wir müssen noch eine Scheibenegge kaufen, aber das machen wir später. Boah, mein Kabel, ne? Kriege ich einen Föhn. Mit die Kabellage hier. Wo ist das denn jetzt? So, jetzt fertig. Abfahrt. Keine Zeit hier. Handbremse losmachen wäre vorteilhaft, ne? Oh, der Fan, der zieht den Fluch echt gut, ne? Seit das Gewicht da dran ist. Muckt der Keimer rum. Oh, wir müssen jetzt ein Stückchen fahren. Ich hoffe, wir fahren gleich richtig. Wir müssen jetzt hier... Hier müssen wir auf jeden Fall jetzt rechts. Wir haben ja einen Blinker, ne? So, Abfahrt, Leute. Abfahrt. Ich muss mal eben die Minimap anmachen. Damit ich auch sehe, wo wir hin müssen. Da brauchen wir nicht bleiben. Da kaufen wir uns eine Scheibenegge für, ne? Das hatte ich ja gesagt. Ich guck mal, ob wir die aus dem Alpin-DLC nehmen können. Oh, da hinten. Ich sehe unsere Ecke. Können die Minimap hier wieder aus, wa? Hier müssen wir nämlich noch plögen. Das muckt wie nur, wa? Oh, fangen hier an, wa? Das ist ja cockyball. Gucken, ob wir da vernünftig einsetzen. Wahrscheinlich ist da die Wiese. Nicht drehen. Runter machen. So, schön. Zweiten Gang rein. Und dann Gas. Da zieht er locker, ne? Nur einen Gang höher schallen. Oh, Entschuldigung, das Mikro ist viel zu nah. Einen Gang höher schallen brauchst du nicht, weil dann fährt er nur schon 17 und dann ist er so untertourig. Die alten Trecker, die hältst du ja schön hart an Gas, ne? Dann läuft das richtig. Schön die Scheibe auf, Edelstahlrohr dran, dann brauchst du auch kein Radio. Dann macht das richtig Laune, ne? Aber wenn ich denn so weit hier vorne sitze, im Fantasy-Sicht schlecht mit Track, ne? Guck, dann seht ihr da. Fliegen wir da schön dran lang. Das machen wir auch noch schicki-feini. Dann haben wir nämlich die zwei, haben wir zwei Flächen schon geflügt. Müssen wir eigentlich kalken noch. Aber ich glaube, wir fahren dann erstmal nachher Scheibenegge kaufen. Dass wir da weiter an Toch kommen. Es ist auch eine ziemlich große Ecke, ey. Die ist ganz schön lang gezogen, ne? Da bin ich noch ein paar Stunden am Flügen. Das geht ja gar nicht dann so einfach, ne? Da muss man echt gucken. Können aber auch mal ein bisschen in der Außenansicht. Das ist, glaube ich, für euch ganz angenehm. Wenn wir da hier dran lang plögen. Aber es läuft, liebe Leute, es läuft. Da hinten ist die Kuhweide eigentlich. Oh ne, die brauchen wir nicht. So, jetzt machen wir hier schon gerade. Dass das einigermaßen passt. Normal fährt man nicht, glaube ich, so ganz große Bogen fest hier nicht. Aber hier ging es jetzt nicht anders. Wenn du jetzt in der Real Life fliegen würdest, würdest du wahrscheinlich den Bogen rausfliegen. Aber das machen wir nicht. Ist ja ein Spiel. Also ein bisschen ja nur am Spitze fliegen. Habe ich auch nicht so die große Lust drauf. Aber sieht man schlecht in der Außenansicht, ne? Wenn man das gewohnt ist in der Innenansicht, fliegst du doch lieber in der Innenansicht. Aber das läuft, ne? Ihr seht ja, der schnurrt da so dran lang. Der macht keine Mucken, nichts, der Fendt. So schade, dass die Scheiben hier so diesig sind bei dem Fendt. Wenn die ein bisschen klarer wären, wäre schöner, ne? Siehst du besser? Oh, das ist ja auch echt ein langes End. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Und da ist unser Nachbarhof. Da können wir mal Schweinegülle holen. Das werden wir auch noch machen. Wenn wir ein schönes kleines Güllefass, dann werden wir mal ein bisschen eine Gülle fahren. Zwar nicht so im großen Stil, aber so ein bisschen Gülle werden wir hier auch fahren. Da habe ich voll Bock drauf.
Aber hier müssen wir halt ein bisschen wirtschaften, ne? Wir müssen noch eine Scheibenegge kaufen. Das reicht uns, wir nehmen kein Grubber, wir nehmen eine Scheibenegge, ne? Wir könnten das zwar mit der Kreiselegge machen, aber das ist... Nee, das ist nicht so mein Ding. Mit der Scheibenegge kannst du auch ein bisschen schneller fahren. Und passt halt, ne? Aber so wisst ihr auch schon mal ungefähr jetzt, wie hier die Reise weitergeht. Also es ist halt jetzt... Am Anfang ist es halt immer ziemlich viel Flügen. Kennt ihr ja selbst. Ich spiele ja auch nicht den ersten Tag alles. Aber halt hier mache ich das mit den kleinen Maschinen. Das dauert alles ein bisschen länger, aber es macht auch Fetz, ne? Muss ja nicht immer hier 6 Meter sein. Kann ja auch mal ein bisschen kleiner sein. Und mit den alten Maschinen macht das genauso Spaß, ey. Ich sag ja, ihr könnt euch echt mal RMT. Lohnt sich echt, sich das runterzuladen. Wenn man dann den Shifter noch dabei hat, dann macht das richtig Fetz. Kann ich immer nur wieder betonen. RMT und Rea macht richtig Spaß. Seht ihr, wir haben 27% 1. Ja, 25% Schlupf und der Fan zieht den trotzdem so weg, ne? Den Flug. Aber wir haben auch keine volle Motorauslastung, ne? Muss man dazu sagen, ne? Also ich finde, der Fan, der macht das richtig schnuckelig hier. Bin echt begeistert. Richtig schick. Das macht richtig Laune. So Leute, aber ich mache die Folge erstmal nicht so lang. Ihr wisst ja, wie Flügen geht, ne? Ihr seid mit auf den neuesten Stand, wie das hier weitergeht. Ich werde noch ein bisschen plögen. Damit wir hier vorankommen. Und dann sage ich erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn nicht, macht den Daumen runter. Schreibt einfach einen Kommentar dazu, dann weiß ich Bescheid. Und dann kann ich es vielleicht ändern. Wenn es euch aber gefallen hat, liebe Leute, und ihr möchtet nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.